Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video gibt es das versprochene Q&A. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, ich habe ein Community-Forum eingerichtet, auf dem ihr mir per WhatsApp schreiben könnt. Also wenn du Fragen an mich hast, ja, kannst du mir einfach auf diesem Community-Forum einfach eine Frage stellen und am Ende des Monats picke ich mir dann so ein paar Fragen raus und beantworte die in einem Video. Also wenn du irgendwelche Fragen an mich hast, ja, sei es persönliche Fragen oder sei es zum Thema Haarstyling oder was auch immer, ja, dann speichere einfach die Nummer vom Community-Forum, die findest du in der Infobox, speichere die Nummer einfach ab und schicke mir eine Nachricht auf WhatsApp. Bevor es jetzt aber losgeht mit den Fragen, ja, noch ein paar Regeln bzw. Infos zum Community Phone. Bitte ruf mich auf den Community Phone nicht an. Ja, ich werde eh nicht abnehmen. Das ist auch nicht meine private Handynummer, sondern das ist eine extra eingerichtete Nummer für euch, wo ihr mich auf WhatsApp erreichen könnt. Und da braucht ihr mich nicht anrufen oder so, sondern schickt mir einfach eine ganz normale WhatsApp-Nachricht, auch keine Voice-Nachricht oder so, sondern einfach eine ganz normale WhatsApp-Nachricht. Das ist für mich persönlich am einfachsten. Auch wenn ich persönlich gerne mit Voice-Nachrichten antworte, für mich ist es einfach viel, viel einfacher, wenn ihr einfach eine ganz normale WhatsApp-Nachricht schreibt und keine Voice-Nachricht, weil ich kann mir nicht alles anhören, ja. Und lesen ist viel, viel einfacher für mich, als dass ich das jedes Mal dann anhöre. Also bitte einfach eine ganz normale WhatsApp-Nachricht schreiben. Und bitte, Leute, stellt mir nicht die Frage, kann ich dir eine Frage stellen? Leute, das Community-Phone ist doch dafür da, dass ihr mir Fragen stellen könnt. Deshalb habe ich das ja eingerichtet. Also bitte nicht die Frage stellen, darf ich eine Frage stellen, ja. Und ihr braucht mich auch nicht fragen, wie es mir geht, denn mir geht es immer blendend, Leute. Und by the way, wenn du meinen YouTube-Channel noch nicht abonniert hast, ja, dann werde gerne Teil meiner Community. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos und ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Und wenn du Lust hast, folgt mir auch gerne auf Instagram. Dort gibt es aber eher so privatere Einblicke von mir, als auch einige Outfit-Posts. Also falls dich das interessiert, würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn du mir da folgen würdest. Kommen wir zur ersten Frage. Und zwar, wie lange machst du schon YouTube? Ja, Leute, das ist... kann man halt schwierig beantworten. Ja? Also wenn du das daran misst, wann du dein erstes Video auf YouTube hochgeladen hast, ja, dann ist das schon gefühlt Ewigkeiten her. Oder du misst es halt, wann ich halt mit diesem Content gestartet habe, den ich jetzt hier auf YouTube bearbeite. Also wenn du das danach bemisst, wann ich mein erstes YouTube-Video hochgeladen habe, dann ist das echt schon Ewigkeiten her. Ja? Also ich bin ja mit einem ganz anderen Hintergrund auf YouTube gestartet. Ich habe Fußball-Freestyle-Videos gemacht, also Fußballtricks im Stehen, im Sitzen, im Liegen. Und mein erstes Video dazu, ja, boah, das gibt es gar nicht mehr auf meinem YouTube-Channel, aber das ist echt ultra lange her. Da war ich vielleicht 15, 16 maximal, ja. Da habe ich mein erstes Video hier hochgeladen, also 2004 roundabout, ja. Ich habe auch dann noch einen anderen YouTube-Channel gemacht zum Thema Fußball-Freestyle. Und das hat sich dann so ein bisschen im Sand verlaufen und jetzt mache ich halt diese Themen auf meinem YouTube-Channel und wie lange das jetzt schon ist, ist noch gar nicht so lange, erst maximal ein Jahr oder so, siehst du auch in meinen Videos auf meinem Channel. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar, warum lässt du deine Haare lang wachsen? Leute, ganz einfach, weil ich Bock drauf hatte. Also so einfach ist die Frage zu beantworten. Ich hatte echt schon super viele Frisuren. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal in einem meiner Videos gesagt. Ich hatte echt schon fast jede Frisur. Ja? Ich hatte schon mal eine Glatze, ich hatte einen Fake-Cut, einen Undercut. Und ich hatte einfach mal Bock auf lange Haare. Ich wollte mich einfach mal mit langen Haaren sehen. Und ich bin so ein Typ, ich probiere gerne mal alles aus. Ja? Und wenn mir es gefällt, bleibe ich dabei. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann verändere ich es wieder. Und deshalb habe ich mir lange Haare wachsen lassen. Einfach, weil ich Bock drauf hatte. So, nächste Frage. Was hast du für einen Abschluss? Glaub mal, das ist auf Schulabschluss etc. bezogen, auf Studium und so. Ja, ich habe ganz normales Abitur gemacht auf einem Wirtschaftsgymnasium, habe dann BWL und Management studiert, also habe meinen Bachelor im BWL und Management gemacht und habe auf meinem Bachelor dann on top noch einen Master gemacht. Und der Master hieß ganz genau, hoffentlich kriege ich das noch zusammen, Betriebswirtschaftslehre mit Kultur, Freizeit und Sportmanagement. Das war der Master, den ich gemacht habe. Also Abitur, Bachelorstudium, Masterstudium, das ist mein Abschluss. Ich habe auch alles erfolgreich absolviert, also habe nicht irgendwie abgebrochen so, sondern habe alles durchgezogen. Ja, Leute, denkt dran, durchziehen ist immer wichtig, auf jeden Fall. So, nächste Frage, die ist eigentlich ganz lustig. Wie bekomme ich meine Haare auf den Rücken bzw. an meinem allerwertesten weg? Ja, ganz einfach, rasieren würde ich sagen, ja. Aber es gibt, ich weiß, also wenn du jetzt Haare auf dem Rücken hast, ja, ich habe keine Haare auf dem Rücken, also ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen schwierig ist. Entweder frag einen Freund, ja, oder eine Freundin, dass die dir die Haare auf dem Rücken rasieren. Oder es gibt, glaube ich, bei Amazon, ich habe das mal irgendwann mal gesehen, es gibt solche Rückenrasierer. Ja? Falls ich jetzt da was finde, blende ich das an dieser Stelle auch ein. Aber da gibt es, glaube ich, tatsächlich solche Rückenrasierer, die du benutzen kannst, um deinen Rücken zu rasieren. Und für deinen Hinterteil, ich denke mal, da fällt dir sicherlich auch eine Möglichkeit ein, wie du das am besten hinkriegst. Also, ja. Irgendwie wird es da schon eine Möglichkeit geben, aber ich kann euch da auf jeden Fall, nehmt die Frauenrasierer auf jeden Fall, die sind auf jeden Fall besser als die Männerrasierer. Das ist zumindest meine Erfahrung. So, nächste Frage.
Was ist dein Lieblingsparfüm? Das kann ich gar nicht so pauschal beantworten, muss ich ehrlich gestehen, weil das kommt natürlich auch immer auf die Jahreszeit an. Also wenn du zum Beispiel jetzt im Frühling oder Sommer bist, da ist es natürlich irgendwie ein bisschen fresher, frische Düfte zu benutzen. Wenn du im Winter bist, trage ich eher lieber holzige Düfte. Ich kann aber einfach so jetzt mal zum aktuellen Zeitpunkt die Parfüm oder meine Top 5 Parfüms einfach mal in die Infobox reinpacken, dann könnt ihr es euch einfach anschauen. Ich habe ja auch vor kurzem mal so eine Kooperation gehabt, wo ich einige Parfüms testen durfte. Und ich werde auch hin und wieder mal ein Parfüm auf meinem YouTube-Channel rezensieren, wenn mich zum Beispiel mal so ein Parfüm so komplett umhaut und wo ich sage, hey, das Parfüm müsst ihr auf jeden Fall kennen, dann rezensiere ich auf jeden Fall auch ein Parfüm hier. Das wird auch in nächster Zeit kommen, denn ich suche gerade tatsächlich ein neues Parfüm für den Frühling und für den Sommer. Von daher werde ich es euch auf jeden Fall wissen lassen. Also ich kann es nicht pauschal sagen, ja, was mein Lieblingsparfüm ist, kommt immer auf die Jahreszeit an, aber die aktuellen Top 5 packe ich in die Infobox rein. Kommen wir zur letzten Frage für heute. Und zwar, die Frage wurde mir schon öfter gestellt, ja, das ist auch schon so ein langes Hin und Her. Wann schneidest du deine Haare wieder ab? Leute, ich habe eigentlich schon gedacht, dass die Haare schon wieder ab sind, ja. Also vor, weiß nicht, so 3-4 Monaten habe ich auch in einem meiner Videos gesagt, so, ich werde mir bald meine Haare wieder abschneiden, habe ich noch nicht gemacht, ja. Aus einem ganz bestimmten Grund, weil irgendwie, umso länger die Haare jetzt doch geworden sind, umso mehr habe ich Gefallen dran gefunden, die langen Haare zu tragen. Ja, da war so ein gewisse Stage, wo ich gesagt habe, so hey, lange Haare ist in Ordnung, aber der Man-Bun da hinten war noch nicht so ein richtiger Bun, ja. Und dann hatte ich irgendwie so gar nicht mehr Bock drauf, ja, weil die Haare sind hier und da noch rausgesprungen und da habe ich gesagt, komm, Alter, ich schneide die bald wieder ab. Aber jetzt habe ich wirklich richtig mega Gefallen dran gefunden und ich kann euch zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht sagen, wann ich die Haare wieder abschneide. Weil gerade gefällt es mir mega gut, weil die Haare sind noch ein Stückchen länger geworden und man kann sich noch einen besseren Man-Bun machen, ja, wie man vielleicht jetzt auch sehen kann. Der ist jetzt schon richtig ordentlich geworden und mir gefällt es gerade echt mega, mega gut, ja. Deshalb kann ich das gar nicht so pauschal sagen, weil hätte es mich vor 3 Monaten gefragt, dann hätte ich gesagt, okay, in einem Monat sind die ab. Habe ich auch in einem meiner Videos gesagt, aber jetzt finde ich es echt sehr, sehr nice, auch sehr entspannt zu tragen. Und ja, Leute, ich kann es euch noch nicht sagen, aber wenn ich meine Haare abschneiden werde, ja, dann werdet ihr das auf jeden Fall als erstes wissen, denn dann werde ich auf jeden Fall ein YouTube-Video dazu machen. So Leute, das waren die Fragen für heute. Wenn du auch eine Frage an mich hast, ja, dann einfach meine Community-Phone-Nummer abspeichern. Nummer findest du in der Infobox, ja, und dann schickst du mir einfach eine WhatsApp-Nachricht, ganz normale Nachricht schicken und vielleicht werde ich die dann beim nächsten Q&A schon beantworten. Kommen wir zum heutigen Shootout. Grüße gehen raus an Abdel Zah. Abdel, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du auch mal in einem meiner Videos gegrüßt werden möchtest, ja, dann einfach Hashtag Shootout in die Kommentare rein oder schick mir eine Nachricht auf mein Community-Phone. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich auf jeden Fall über euren Support. Könnt das Video auch gerne mit euren Freunden teilen, auf WhatsApp teilen, auf Facebook teilen, auf Instagram teilen, wo auch immer ihr es teilen möchtet. Würde mich auch sehr freuen, wenn die Community größer und größer wird und wir bald endlich die 10.000 erreichen. Also Leute, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Haut rein, bis bald. Peace out.